Fetter Pinguin. Hallo und herzlich willkommen zu Phasmophobia. So, warum sagt der Fetter Pinguin? Ganz einfach. Ihr werdet jetzt eine Assoziation jedes Mal Pinguin haben. Zu einem Pinguin haben, wenn ihr Timberborn seht. Bin gespannt. So, egal. Ah, heute ist er ein bisschen crazy. So, wir sagten, dieser Distrikt hat so gut wie keine Ressourcen mehr. Und wir haben gerade... Ah, jetzt fließt aber das Wasser so schön, ne? Wir haben Energie etc. pp. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was wir hier noch gebaut bekommen. Und ansonsten würde ich ein bisschen vorspulen. Im Zeitraffer vielleicht. Damit wir wieder was an Ressourcen haben zum Bauen, ne? Damit das nicht so ewig dauert. So, ich spreng mir hier mal alles. Denn ich wollte ja hingehen und sagen, wir pflanzen hier noch... War das nicht? Bis hier Kartoffeln, ne? Genau. Und hier Karotten. So war das. So. Das sind Karotten. Hier das gleiche. Und dann sollten wir mehr als genug Futter haben. Das wollte ich irgendwann abreißen, ne? Das noch recht in Erinnerung habe. Dazu müsste ich eventuell. Eventuell. So. Hier Plattformen bauen. Hier vielleicht auch eine 2 und hier eine Treppe. Kann man das schon mal planen. Dann wäre später, der Weg wäre hier entlang. So, und dann noch hier rüber und so weiter. Ihr wisst schon, ne? Wo das endet. So. Vielleicht brauche ich doch keinen Zeitraffer. Gibt ja noch genug zu tun. Sehen wir dann. Okay. So, dann hätten wir hier einen Pfad. Da unten kann noch mehr gepflanzt werden. So, da unten kommen sie auch ran. Ja, der Weg ist eigentlich auch noch okay, ne? Weil die jetzt immer hier außen rumlaufen. Gut, später können sie hier entlang laufen. Da würde ich hier noch einen Weg vielleicht legen. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Könnte hier ver... Nein. Können hier später schön hier rum und dann hier entlang. Und daher, das kommt weg. Und ich wollte ja hier eben eine Fläche haben auch, ne? Die hier weitergeht. Müsste ich das Ganze auch so machen, ne? Dann wäre das überall gleich, auf beiden Seiten. Dann hätten wir das. Wobei, wir haben hier von der Mitte her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das bekommen wir auf dieser Seite gar nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wären wir hier, da wären wir am Gebäude. Das geht nicht. Also ganz symmetrisch wird es nicht, aber muss ja auch nicht, ne? Ist egal. Hauptsache, ne? Und hier seht ihr Erdbagger. Da geht es ein bisschen vorwärts. Wobei behandelte Planken haben wir hier keine. Die saßen jetzt eigentlich aus Tag 4. Es kommt bald wieder wahrscheinlich die Dürre. Und hier ist nichts mit Pfaden verbunden. Würde ich das nochmal glatt tun. So, vielleicht hier auch noch einen Pfad ziehen. Wegen Symmetrie, ne? Ihr kennt das Spiel. So, auf jeden Fall können hier jetzt aber dann mehr Biber leben. Hier hinten haben wir unser zweites Reservoir, damit hier alles... nass bleibt. Und hier müsste doch jetzt das nächste Mal, diesmal haben wir hier den Damm, dürfte theoretisch nicht austrocknen, ne? Ja. theoretisch ist immer gut. Und hier haben wir auch jetzt mittlerweile fertig, könnten wir aus Gründen der Optik so verbinden. Okay, sehr schön. Gleich hätte man hier machen können, ne? Sieht ja so ein bisschen weird aus. Naja, okay. Kann man sich später noch was überlegen. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Geht's hier mittlerweile vorwärts eigentlich? Ein Brett. So, hier, ne? Daran lag's. Das muss halt fertig werden. Ist das schon... Ja, wir hatten's sehr hoch priorisiert, ne? Hatten's ja erst hier gesagt. Jetzt haben wir hier die temporär die, ja, ist schon die Plattform gebaut. Da auch, ja, Straße habe ich auch schon gelegt gehabt. Super, okay. So, warum ist das aber nicht höchst priorisiert? Wahrscheinlich, weil ich die Treppe da vorher hatte, ne? Die war zuerst dran. Auf jeden Fall können wir das jetzt auch sprengen. So. Und hier wollte ich dann, wenn das hier... gesprengt ist. Ah, ja, ich weiß, was ich nochmal vorhatte. Okay.
So. Hier nochmal vielleicht Magie entlang. Die wollte ich dann runterlegen. Genau, so hatten wir das vor. So, dann machen wir das mal. Einmal und zweimal. Und dann käme ich hier. Zack. So, ist verbunden. Sehr schön. Und hier ist auch schon die Plattform fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann macht man das so. Okay. Sieht doch anständig aus, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Warte ich, bis das alles verlegt ist. Hier kann man schon mal... Ne, ich lasse das, damit die hier hinkommen. Passt schon. So, Dürre hat aber schon wieder angefangen. Beziehungsweise in 2,6 Tagen fängt die an. Dürre kommt. Hat aber diesmal ganz schön gedauert, bis die kommt, ne? Aber war mal schön, dass die ein bisschen, dass die, wie nennt man sie, die normale Zeit, anstatt die Dürrezeit mal etwas länger war, dass man mal ein bisschen verschnaufen kann. So, und behandelte Bretter, wie gesagt, muss ich gucken, was ich da mache. Haben wir ja eigentlich hier, aber hier geht es im Moment nicht vorwärts, ne? Der hat ja das Kiefernharz. Irgendwo, ich hatte doch die, hatten wir die hier nicht produziert, die behandelten Bretter? Das macht ja, wir gucken mal kurz. Sammelt Ahornserum und Kiefernharz. Holzwerkstatt. Hier ist sie. Sieht die aus? So. Haben wir davon nicht ein Gebäude? Echt nicht? Ich habe noch nie behandelte Bretter gemacht anscheinend. Okay, ich dachte, ich habe das schon irgendwo. Hier ist auch nichts. Und 250 PS. Auch das ebenfalls, ne? Hm. Bin ich jetzt verwundert, dass ich das noch nicht platziert habe? Ich meine, ich habe das irgendwo gehabt. Sondern hier oben, oh, schaut mal, da ist fast alles fertig. Die Monumente müssen noch gebaut werden und da gehen auch die ganzen Bretter hin, ne? Die ganzen Planken. Deswegen ist da Bescheid. Und hier ist auch nichts mit mit behandelten Brettern. Nee, haben wir echt, habe ich nicht gebaut. Das, ja. Ganze Zeit lang vernachlässigt, ne? Müsste ich dann vielleicht... Käme dann hier mit ins Distrikt, ne? Würde ich sagen. 40 Getriebe, 40 Bretter, 20 Holz. Ist auch wieder eine ganze Stange an Materialien, die wir hier brauchen. Ich dann glaube ich, keine Ahnung, hier auch setzen. Und dann lass das einfach mal machen. Hier weg. Ebene hier. So. Gleiche. Und hier ist noch ein Pfad. Okay. Den brauche ich aber gar nicht mehr hier rüber, ne? Wozu habe ich den platziert? Sagte ich, da will ich später eine Straße haben, oder? Und lass das auch mal machen. Wir ziehen hier eine Straße dann später. Komplett. Und dann muss hier auch noch eine Reihe weg. Es wird halt immer weniger Holz, ne? Wie man gerade sieht. Ne, wobei, wenn ich da... Ne, dann muss ich die Energie wieder übertragen. Das ist eine blöde Idee. Das hier bleibt... nur hier kommt's weg. Und ansonsten kommen hier auch... Bleibt stehen. Sonst, wird's so langsam ein bisschen wenig. Kann ich nicht bringen. So, und hier hatte ich auch... Wollte ich hier echt einen Pfad machen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier sollte ein Pfad hin. So, aber brauche ich den später? Ich mach's einfach mal. So, und hier könnte ich... Hier kommen sie nicht dran, oder was? Oh, zu weit weg. Okay, weil kein... Ja, ich sehe es schon. Okay. 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 So, hier. Sehr hohe Priorität. Die drei sprengen, damit ich da rankomme. Kann man immer Stück für Stück machen, ne? Ich setze hier jetzt Zweier. So, hier, das kommt auch weg. Okay, hier kommt ja noch eins tiefer, damit wir zwei tief kommen, ne? Wegen Wasserspeicher und so weiter. Irgendwo sagte ich, kommt hier dann der... Da ist er schon, der Damm. Okay, haben wir gut geplant. Ein bisschen vorausgedacht. Hier, das muss noch gebaut werden, genau. Und dann kann auch hier... Brauchen wir hier diese... Haben wir das überhaupt noch? Moment, ja. Diese Gebäude brauchen diese Verbindung, ne? Das ist auch nicht ganz gleich, so wie es doch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Im dritten Gebäude ist das Getriebe auf beiden Seiten. Weiß nicht, ob diese Straße hier, die hat ja dann keinen Effekt mehr, ne?
Eigentlich ist das unnütz dann. Könnte man sich Deko oder sowas überlegen. So, hier wäre ja dann das gleiche. Muss ich nur gucken, dass ich nichts aus Versehen abreiß. Plattform, nee, die reißen wir nicht ab, nur den Pfad. So, Pfad. Ah, wegen diesem einen, okay. Also die Pfade lassen wir bis hier hingehen und hier auch. Und hier können wir ein bisschen wieder was an Deko machen. Hier das verdecken wir vielleicht. So, sind die Getriebe verdeckt. Hier vielleicht das gleiche. Brauche ich hier zwei hoch? Ja, brauche ich zum Verdecken. Na? Ja. Okay. So, dann sind die auch verdeckt, relativ. Mal gucken, was wir da an Deko dann später drüber bauen können. So, auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, muss das gleiche, ne? Hier zwei. Dann haben wir hier 1, 2 und 3. So. Okay. So, ist später alles verdeckt. Sehr schön. Hier können wir das sprengen. Hier muss eine Zweierplattform hin. Pfad können wir schon ein bisschen weiterlegen. Hier genauso. So. Dann ist hier das Bild ja weg. Okay. Wie gesagt, das wird ja unsere Hauptstraße, wenn man es so nennen kann. Hier das bitte mal etwas höher priorisieren, dann kann ich nämlich Gebäude bauen. Und hier müssen dann auch mindestens mal hier eine Plattform hin. Das hier kommt weg. E plus, kann ich einfach drüber bauen? Ja, kann ich. So, sehr schön. Arbeit gespart. Das war clever. So. Und dann reiße ich hier den Pfad auch ab. Damit. So, Holz, behandelte Holzwerkstatt, also behandelte Holzwerkstatt, Holzwerkstatt. Brauche ich hier hin. So, und hier ist auch schon der Pfad. Okay, dann können die das bauen. Diese Zahnräder, die lasse ich aus. Ne, die lasse ich nicht. Doch, die lasse ich. Die sehen cool aus, die bleiben aus Deko-Gründen stehen. So, hier, das wird noch eine ganze Weile dauern, nehme ich an, ne? Hier ist keine Anbindung mehr, logisch. Ja, das dauert jetzt halt seine Zeit. Haben wir sonst noch irgendwas zu erledigen? Hier oben, hier unten. Gut, hier wollten wir irgendwann umräumen, ne, alles. Aber das dauert immer noch. Bretter. Ich könnte auch mal so langsam hingehen. Wie viele Golems haben wir denn hier? Noch einer, okay. Und da hinten sagten wir, wollen wir zwei, ne? Ja, da sind es mittlerweile zwei. Haben die jetzt eigentlich zu tun? Brot. Oh, was ist mit dem los? Nein, nein, nicht neuen Namen. Hier klicken. E. Dehydriert und Hunger. Ja, warum isst du nix? Sag mal. So, und da unten sind die. Die arbeiten. Nein, kein neuer Name. Er arbeitet in der Sprengstofffabrik. Genau, das wollten wir so. Und der andere? Biokraftstoff, nix. Der hat nichts zu tun. Okay. Das bedeutet. So. Da kommt der andere Golem hin. Jawohl. Und wie wir sehen, die ändern dann die Farbe, ne? Schaut mal. Ist das cool? Sehr cool. So, auf jeden Fall geht die Sprengstoffproduktion dann schneller. Muss man sich halt nur noch überlegen, kommt dann das Papier überhaupt mit, ne? 1,5 Stunden für 1. So. Also 1 kann 2 von diesen befeuern. Wobei, die arbeiten ja, glaube ich, dann schneller, oder? Und wir probieren es mal aus. Was ist denn, wenn ich... Ach nee, ich lasse es jetzt einfach. Produktivität, nee, passt schon, komm. Wird nicht ausprobiert. Ich glaube, dass wir haben da keine höhere Produktivität. Doch, Produktivität schon. Haben aber keine. Aber das Wort habe ich gesucht. So, diese Baustelle ist zu weit entfernt für... Ah ja, da kommt er nicht dran. Okay, weil es hier nirgends hochgeht... habe ich nicht bedacht. Wie kommt ihr da dran? Indem ich wahrscheinlich hier einfach noch weitere Plattformen baue. Aber kann ich nicht mehr. Schade, 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 schade. Schade, dass es die Option nicht gibt, dass man Plattformen dann hier trotzdem bauen kann. Und die dann einfach, ja, noch eine drunter bauen, ne? Ihr wisst schon. Einfach so als Boden. So, das heißt, ich muss das jetzt irgendwie anders lesen. Dann muss ich jetzt hier temporär eine Treppe bauen. Dann später wieder meine Plattform. Ist ein bisschen nervig, aber ja. Ist halt einfach so. Oh, und
Ich war dämlich, wie man sieht. Ja, natürlich war ich dämlich. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab's verpasst. Und natürlich direkt 20 Tage Dürre. Sehr schön. Ich bin gespannt. Wie gesagt, dieser Distrikt sollte damit keine Probleme haben, aber es war jetzt wieder dämlich, dass ich das vergessen hab. Naja, egal. Wir sind es ja mittlerweile eigentlich gewohnt, ne? Hat eigentlich die ganze Zeit geklappt, aber ach ja. Egal. Wir gucken mal, wie sieht's hier aus mit den Kartoffeln? Hier drüben, die müssen ja auch immer Biokraftstoff haben, ne? So, 100. Immer noch voll. Und hier 120 kommen die hinterher. 120 Grillkartoffeln. 20 Karotten, aber keine Kartoffeln mehr so. Weil die nicht hinterherkommen, anscheinend mit der Arbeit, ne? Wie Biber haben wir jetzt, keine Arbeitslos. Hier könnten wir irgendwo Golems einsetzen vielleicht. Dann würde ich doch einfach sagen, wir holen noch ein Bauernhaus, 2. Und war das wie hier oben? Würde ich auch sagen, ne? Gut, dann wäre, so, Moment. Ein Bauernhaus bitte, in dieser Flucht hier. Und zwar irgendwo, damit die da unten noch... Obwohl, wir könnten sie ja weiter runterziehen, dann können sie hier noch abbauen. Könnte dann noch ein anderes Distrikt noch mitversorgen, ne? So viel Nahrung, wie die dann produzieren. Lass es... Ja, komm, lass einfach hier platzieren. Egal. So. Bad verbinden wir so. Und das Gleiche, damit das wieder gespiegelt ist. Wie gesagt, hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muss hier die Straße wieder weg. Tut mir leid. So, hier temporär dann drumherum. Und dann produzieren wir, bauen wir hier einfach ein zweites Bauernhaus und, ja, produzieren tun wir dann aber tatsächlich einfach mehr Golems und die können dann hier arbeiten. Dieser eine Golem, der hatte ihr gearbeitet, ne? Ja. Sieht man auch hier am Licht. Sehr schön. So. Kartoffeln ist aber immer genug da. Okay. Ist immer noch voll. Also so schnell wird uns der Kraftstoff nicht ausgehen. Das ist mal amtlich. Mit den Kartoffeln, ich weiß nicht. Ne, ist nicht voll, ne? Die haben halt alle Hände voll zu tun und kommen nicht hinterher. Obwohl hier schon die Priorität richtig gesetzt ist. Und hier kommen jetzt, seht ihr, Karotten, da kommen sie auch nicht hinterher. Und später haben sie wieder Hunger, weil sie nicht hinterher kommen. Also von daher... So... Wobei, eigentlich hätte man es auch hier direkt dran setzen können. Ist auch keinen Unterschied gemacht, ne? Egal. So. Okay. Hier Golems. Hier ist die Aktion anpflanzen. Und hier wird geerntet. Und das ist auch für Golems. Und dann sagen wir hier Migration. Wir hatten doch gesagt, wo ist es? Wie viel haben wir denn jetzt hier? 2 Golems. Okay, vielleicht Migration. Hier Minimum von 4. Okay. Dort, wo die Golems sind, Golemfabrik, möchte ich auch 4, 5. So. Auf Dauer will ich da 5 haben. Geht das hier auch vorwärts? 36 Stunden. Dauert halt immer, ne? Bis dann Biber fertig ist. Naja, okay. Ist halt so. So, geht's hier vorwärts. 20. Holz ist natürlich da. Planken dauert immer noch. Muss halt einfach mal fertig werden, ne? Ich würde das hier priorisieren vielleicht. Ja. So, okay. Zweithöchste würde ich sagen ist das hier. Alles andere ist nur ein bisschen Deko, das man hier bauen kann. Würde ich auch genauso markieren. Das, was habe ich hier denn gemacht? 2 hoch macht ja keinen Sinn. So, gut, dass ich das mitbekommen habe. So, hier ist auch ein bisschen weniger, wobei Metall brauchen wir später auch. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht die Priorität. Und hier hatte ich auch, kann es sein, dass ich das eigentlich hier hinsetzen wollte, die Gebäude? Hab's vergessen.
Jetzt baue ich es halt hier hin, ne? Weil hier ist das Harz. Naja, egal. Wir haben hier Schlepper. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn wir mehr Biber haben. Wir wollen ja noch ein paar Gebäude bauen auf Dauer, damit wir mehr Biber haben. Nahrung sollten wir ja zurechtkommen. 5000, das läuft wie geschmiert. Schaut mal das Brot. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich es auch nicht. Wenn nicht, tun wir mit Terraforming dann später hier unsere Farm vergrößern. Hier, das muss wahrscheinlich bleiben. Erstmal, immer noch. Oder wir bauen das Ganze um, damit das hübsch aussieht. Wobei, die sind hier schon pausiert und es läuft sehr gut. Wie gesagt, müssen wir im Auge behalten. 5000, 3000 Wasser. Das sind eigentlich hier oben überall aus. Nahrung müssten die jetzt en masse haben, wenn sie dann abbauen können. Kommen halt nicht hinterher, ne? Priorisieren tun sie, komm, Karotten würde ich sagen, weil, ja. Kommt zumindest ein Bauernhof Karotte. Die anderen Kartoffeln. Wenn die Nahrung nicht reicht, hier auch Karotten. Weil, ne, ihr seht, die sollen nicht hungern. Wäre halt blöd. Ja, ansonsten. Heute auch angebunden. Haben wir gut gemacht. So, jetzt läuft das so langsam, diesen Distrikt. Hier scheint auch alles gut. 1500 Wasser. 500 Karotten. 500 Nahrung. Also 470 Grillkartoffeln. Läuft auch gut, also da sind wir safe, da kann nichts passieren und hier, naja. Ja, lebt halt keiner. Die hier sollten auch okay sein, also alles in Butter, ne? Und die hier sowieso. Da sind ja nicht viele Biber. Bin gespannt, wie das mit dem Wasser wird, weil 18 Tage hoch und vergessen, die Schleusen zuzumachen rechtzeitig. Das müsste langsam echt eine automatische Funktion werden, also ich vergesse das so oft. Letzte Zeit viel, viel weniger, aber jetzt doch wieder einmal vergessen. Und irgendwann wird es passieren, dass ich dann es wirklich komplett vergesse und dann ist rum. Da müssen wir wieder uns überleben kämpfen oder irgendwo 20 Biber in ein anderes Distrikt schicken, die dann überleben dürfen. Der Rest darf sterben. Das ist halt mies, ne? So. Vielleicht auch noch etwas höher priorisieren. Zweithöchst. Dann ist okay. Ihr seht, hier sind auch schon wieder zwei Dynamit. So, das machen wir auch noch. Feuerplattform bitte. Nicht Einser. Und den Pfad. Auch wieder etwas höher. So. Hier sind auch wieder zwei fertig. Jawohl, so läuft das. So läuft das. Okay. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auf diese Position und drehen mal. Tada. Oh, schön, oder? Es wird, Leute, es wird. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ja. Schönen Morgen, Tag, Mittag, wie auch immer, schön. Ja, und denkt an den fetten Pinguin. Fetter Pinguin. Ciao.